Einen wunderschönen Dienstagabend und willkommen zurück zu 60 Seconds. Wie immer werde ich versuchen, hier eine Zeit lang zu überleben und diesmal erfolgreicher zu sein als beim letzten Mal. Erfolgreich sein können wir aber nur mit der Fräulein Dolores und mit Wasser. Deswegen werde ich jetzt wirklich primär auf Wasser und die wichtigen Items achten, so wie zum Beispiel ein Radio. Geh mal mit. Hier ist auch noch ein weiteres Wasser, sehr schön. Und das Spiel können wir auch mitnehmen. Danach wird der Rest der Familie mitgenommen. Das ist nebendran, hier. Okay, wir nehmen dich mit, wir nehmen den Koffer mit. Wir sind relativ gut in der Zeit bisher. Jetzt werden wir hier auf Timmy und die Axt gehen. Danach werden wir Mary Jane und das Essen mitnehmen. Und im Prinzip müssten wir noch einmal los Essen holen. Deswegen... Naja, zweimal essen ist nicht die Welt, aber es gibt Schlimmeres. Ich glaube, wir haben diesmal gut Wasser dabei. Das war in der letzten Zeit ja häufig ein Problem. Wollen wir ganz kurz mal abchecken, was wir eigentlich alles jetzt im Keller dabei haben. Ja, also wir haben einen Koffer, wir haben sowohl die Axt als auch Radio und Map. Erste-Hilfe-Kit ist wichtig, wir haben zwei Dosen zu essen, fünf Flaschen Wasser, das ist schon mal eins besser als vorher. Und wir haben das Bugspray. Das heißt, wir können direkt einen rausschicken, weil wir ihn heilen können. Werde ich wahrscheinlich sogar riskieren, um nochmal ein bisschen Essen und Wasser zu kriegen. Sehr früh zu kriegen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand entführt wird, ist relativ gering. Alle haben es geschafft. Kurz vor Schluss. Dosensuppen sind gut. Oh, wir haben nicht sehr viel Essen. Aber noch beschwert sich keiner. Aber irgendwann wird selbst Dosensuppe zu einem extravaganten Essen. Viel Wasser heißt kein Problem. Best ausgerüsteter Shelter überhaupt. Ja, wir möchten ein paar Spiele spielen. Weil man kann nicht viel machen hier unten im Keller. Oder im Shelter. Von daher haben sie sich überlegt. Und sie haben Szenen aus ihren Lieblingsfilmen nachgespielt. Das hat sie ganz schön amüsiert. Zumindest für kurze Zeit. Und wenn wir eine Szene überlegt haben, ist es damit geendet, dass sie in einem Humphrey Bogart Farm, Humphrey Bogart Film gehört. Gut, Mary Jane macht alles gut. Timmy geht's auch noch gut. Den anderen beiden natürlich auch. Was sollte ja großartig sein nach einem Tag. Wir werden jetzt aber direkt am nächsten Tag einen rausschicken. Und natürlich, jetzt haben wir die Niagara-Fälle gleich zu Beginn. Da werden wir das Radio retten. Weil ich glaube, Radio ist ein bisschen wichtiger als die Map. Die Map können wir im Notfall reparieren. Mit dem Scout-Handbuch. Ja, ich weiß, toll, kaputt gegangen. Dann haben natürlich alle Durst, aber das kriegen sie noch nicht. Wir werden es ein bisschen aufheben. Die Frage ist, wer geht zuerst raus? Wir werden zuerst mal die Frau rausschicken. Und zwar, ja, eigentlich mit nichts, gell? Nö. Eigentlich mit nichts. Die Gasmaske wäre ganz nett gewesen, aber haben wir nicht. Die Axt brauchen wir eventuell, deswegen werden wir sie da behalten. Die brauchen alle was zu trinken. Ja, ist okay. Hier, trinkt was! Happy Freedom First Aid Kits. Requesting some supplies. We didn't doubt they were the real doctor for a second. They did have lab coats and everything. Ja, wir helfen denen mal. Ich hoffe, dass wir von denen was kriegen. Das wäre eigentlich sehr nett. Wahrscheinlich nicht. Nee, sieht nicht so aus. Naja, sie waren dankbar, aber das war's auch schon. Ansonsten nichts. Ärgerlich, jetzt haben wir wieder den guten Wasservorrat quasi ein bisschen aufgebraucht. Oh, wir hatten immer jemanden, der so getan hat, als wäre ein Pferd. Und die sind auf der Suche nach dem magischen, Cup, also der magischen Dose oder Flasche, sowas. Sie hätten gerne mal einen Blick auf die Karte geworfen, doch wir haben keine. Konnten also hier nicht helfen. Es tut mir ganz unglaublich leid. Ted ist auch sichtlich bestürzt. Die sind davon galoppiert. Haben ihre hölzernen Schwerter rumgeschwungen und geschrien.
Sehr verrückt scheinen sie gewesen zu sein. Sehr imposant, Mary Jane. Timmy ist immer noch ein sehr guter Pfadfinder. Und der Vater macht das Beispiel und meckert nicht rum. Ist ja bis jetzt alles okay. Ich hoffe, die Frau kommt bald wieder. Dolores, nicht krank, wäre perfekt mit Essen und Trinken. Aber müssen wir schauen. Wie immer, die Frage ist, wie kommt man am besten nach Toronto? Natürlich mit dem Boot, denn so kommt man am schnellsten nach Europa. Mary Jane, hungrig und durstig, so wie alle anderen auch. Wir werden das noch einen Tag rauszögern. That's nothing that we entertainment. Merryman, I wish to take from the rich and give to the poor. Nein, wir werden den nicht öffnen, weil wir relativ gut ausgerüstet sind. Die werden uns beklauen. Und wir werden denen nichts abgeben. Wir haben das schon bei den Doktoren gemacht, haben nichts dafür bekommen. Jetzt sind wir gebrandmarkt fürs Leben. Auch wenn sie sehr harmlos auch wenn sie sich sehr harmlos angehört haben. Jetzt geben wir den allen noch Essen und Trinken. Und wir haben wieder mal einen Koffer. Diesmal lassen wir ihn geschlossen. Ich habe Angst, dass da was Schlechtes drin ist. Und wir haben ja auch schon einen Koffer, das heißt, wir können ihn eh nicht gebrauchen im Prinzip. Ja, wenn wir nicht wissen, was drin ist, dann können wir noch nicht. Wenn wir nicht wissen, woher es kommt, können wir noch nicht vertrauen. Und aus dem Grund lassen wir es einfach sein. Was wird mir sonst? Die haben alle Hunger. Dann esst alle was. Wir haben noch nicht geduscht. Wir müssten im Prinzip das nutzen, sonst wären sie krank. Dementsprechend werden wir jetzt das Bugspray nutzen. Gefällt mir zwar nicht, aber okay. Und sie kommt krank wieder. Hat aber immerhin schon mal ein Scouterbuch mitgebracht. Das heißt, wir können die Map reparieren mit etwas Glück. Sie hat eine Gasmaske mitgebracht, das auch sehr gut ist. Sie war nämlich in der Schule. In der Schule gab es einmal Essen und zweimal Trinken. Im Biologieklasse gab es nämlich ein Aquarium. Ja. Dann der Weltkriegsveteran hatte die Gasmaske. Außerdem waren sie noch im Raum der Pfadfindergruppe und da gab es das Buch. Sieht insgesamt sehr gut aus. Mary Jane geht's auch gut. Timmy geht's gut. Dolores ist krank. Die kriegt dann auch das Medikit gleich. Und Ted beschwert sich nicht. Das heißt, im Prinzip braucht sie nur zu essen und das Medikit zu kriegen. Gleichzeitig werden wir die nächsten rausschicken. Und wir werden natürlich auch Radio hören, denn wir müssen Radio hören. Im Prinzip auch vom Nachteil, weil jetzt wäre es mir lieber, wenn der Vorlot noch da wäre. So. Militär hat uns kontaktiert und die suchen nach uns. Wir müssen nur weiterhin geduldig warten. Der Soldat mit der gelangweilten Stimme war sehr spezifisch, was das angeht. Hilfe ist unterwegs. Wir sollen auf weitere Instruktionen warten. Mary Jane hat Durst. Timmy hat Durst. Dolores hat Hunger. Alle haben Durst, bis auf du. Du kriegst Essen. So, und wir schicken jetzt den Vater raus. Ja, wir schicken den Vater raus und zwar mit der Gasmaske. Ansonsten nix. Wir hoffen, dass er wieder erfolgreich ist und vor allem, dass er wiederkommt. Das wäre sehr wichtig. Mary Jane sagt, das geht ihr gut und sie braucht nichts. Timmy geht's auch gut. Und Dolores braucht Essen und Trinken. Nächste Möglichkeit. If you only had a chance to tune in to some emergency radio. Wir machen es mal. Wenn es wieder kaputt geht, dann wäre das blöd. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch verstanden, was da stand. Nee, habe ich nicht. Und habt ihr was gelernt? Schwaches Signal, der Fallout ist zum größten Teil weg. Das ist unschön, weil Ted gerade draußen ist. Da könnte er theoretisch gefangen genommen oder eben nicht mehr wiederkommen. Ansonsten, Dolores hat Hunger. Dann, die isst alles weg. Sich auf unvorhersehbare Konsequenzen vorzubereiten geht nicht, weil sie per Definition unvorhersehbar sind. Das kennen wir ja auch schon. Was sollen wir denn heute machen mit unserem Morgen? Also lass uns richtig tun. Mary Jane hat Durst, genauso wie Timmy. Aber die anderen beiden haben wenigstens nichts zu
Also, Dolores hat nichts zu beanstanden. Jetzt werden wir die Map erstmal reparieren. Im besten Fall. Oder auch nicht. Wir machen sie komplett kaputt. Das ist auch gut. Schade. Aber es passiert manchmal. Mary Jane hat Hunger. Mary Jane hat Hunger. Und Timmy war der Durstige. Nein. Dolores war die Durstige. Dann kriegst du auch dein Wasser. Ist nicht einfach, ruhig zu bleiben unter diesen Umständen. Aber wir müssen es versuchen. Sie tun es ja auch. So, es geht ihnen jetzt allen gut. Timmy hat Hunger. Da kriegst du den letzten Rest. Ja, du kriegst den letzten Rest in der Hoffnung, dass Ted was mitbringt. We weren't sure who claimed to be representing freedom. Öffnen oder nicht öffnen? Nein, wir öffnen nicht. Ist mir zu gefährlich. Und der Ted sagt sich, ich komme einfach wieder. Ja, wenn die draußen rumstressen, komme ich hier einfach reinmarschiert. Sehr gut. Wir sind ruhig geblieben, bis die weg waren. Das war wahrscheinlich das Intelligentere, es zu tun. Das ist okay. Wir hoffen, dass sie nicht in der größeren Zahl wiederkommen. Ted ist wieder da, brachte auch die Gasmaske wieder mit. Er ist rumgelaufen, hat dann einem Typen mit einer Shotgun ins Gesicht geguckt. Und die Regierung hat gerettet, weil ein Airdrop genau auf den Banditen gefallen ist. Perfektes Timing, Regierungshilfe. Es war ein Food Drop. Das heißt, wir haben auf jeden Fall wieder zwei Essen bekommen. Das ist sehr gut. Auch noch zwei Wasser. Dummerweise haben sie es nicht abgesichert, sonst hätte es mehr gegeben. Jede verantwortungsvolle und respektable Familie braucht auch ein Erste-Hilfe-Kit. Deswegen hat er auch gleich eins mitgenommen. Perfekt eigentlich. Das Gute ist, auch er kam gesund wieder. Das heißt, wir haben hier kein Problem. Mary Jane hat Durst. Timmy hat Durst. Dolores hat nichts zu beanstanden. Das heißt, die beiden Kinder haben Durst, der Vater hat Hunger. Und Telefonanruf gehen wir nicht hin. Bringt uns nicht viel, aber das sieht echt gut aus. Wir könnten jetzt ein bisschen was reißen. Bisschen wenig essen, aber ansonsten ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hätte jetzt natürlich eine gerne mutierte Mary Jane. Die braucht zwar viel Essen, aber sie kann eben immer rausgehen. Timmy geht's gut, Ted ist hungrig und Dolores hat Durst. So, dann nehmt mal was und wir werden auch wieder einen rausschicken. Wir nutzen auch das Radio mal wieder. Vielleicht ist gerade was online. Weiß man ja nie. Kann ja passieren. Oh, es gab wahrscheinlich wieder einen Drop. Sehr schön. Eine freundliche Seele hat im Radio gesprochen, dass sie einen Supply Pack verloren hat. Bei mir im letzten Trip durch die Stadt. Wir haben sofort erinnert, dass sie irgendwo hier in der Straße sein musste. Zwei Wasser, ein Essen, einmal Munition. Das ist sogar sehr gut. Dolores hat Hunger und Ted hat Hunger und Durst. Wir machen trotzdem den Ausflug und zwar mit Timmy. Der kriegt auch die Gasmaske aufgesetzt. Wir müssen es nicht riskieren, dass da irgendwas passieren kann mit den Fallout-Geschichten. Aber gerade was Wasser angeht, bin ich zufrieden. Ich würde gerne mal wieder gerettet werden. Das heißt, wir bräuchten die Map im Notfall. Wir bräuchten hier das Kartenspiel. Eine Taschenlampe. Es sind viele Sachen, die wir gebrauchen könnten. Aber wir müssen einfach mal gucken, ob die was finden werden. Da, wie ich gesagt habe, Taschenlampe. Genau jetzt bräuchten wir sie. Aber wir haben keine. Sehr unschön. Vielleicht kriegen wir ja welche mitgebracht. Bisschen ärgerlich. Schade eigentlich. Mary Jane hat Hunger und Durst. Dolores hat Durst. Ted's geht's gut. Kriegen auch alle alles. Alarm! Wir haben wieder eine Gruppe von Banditen draußen, die nicht sehr freundlich wirken. Wir werden sie mit unserer Axt in die Flucht schlagen. Können wir denen eine Waffe abnehmen? Nein. Und beim nächsten Mal sind wir auch dran. Das ist eine sehr ungünstige Situation gerade, weil wir haben viel Wasser.
Mann, Mary Jane, nichts zu beanstanden. Bei den anderen geht's auch gut, außer bei Ted, der hat Durst. Wir könnten Wasser ertauschen, das wollen wir aber gar nicht, denn wir haben genug. Ich hoffe, es kommen keine Banditen. Wir haben nämlich nichts zum Verteidigen, auch nicht zum Zusperren. Und wir haben kein Mary Jane mutiertes etwas. Sehr ruhig, ansonsten auch nichts zu sagen. Wir wünschen uns, wir könnten einfach das Ding hier verlassen. Das wäre ganz nett, gell? Eigentlich schon. Aber man kann nicht alles haben. Und ich hätte auch gern ein paar Sachen hier. Mary Jane ist durstig. Dolores ist durstig. Und Ted hat Hunger. Dann kriegt ihr noch alle, was ihr wollt. Going crazy or this entire shed is quarry with little insects. Or worse, it's worse. There's spiders! Wir machen mal nichts davon. Ich hoffe, dass Mary Jane mutiert. Dann haben wir nämlich Sicherheit. Bitte mutier. Oh Mann, die sind müde und hungrig und durstig. Schade, weil manchmal klappt es auch bei den Spinnen, soweit ich mich erinnern kann. So, Dolores hat Hunger, Ted hat Durst, Mary Jane ist zufrieden. Können wir vom Outside saying, wanna buy a rock. Old Man Jim! Ja. Wir geben ihn, wir holen ihm ja so einen Stein. Ja, wir kennen uns ja. Und da kommt auch Timmy wieder. Und er hat dummerweise die Gasmaske kaputt gemacht. Wir haben aber wieder was zu essen. Wir haben viel trinken und wir haben eine Axt zum Verteidigen sowie eine Taschenlampe. Das ist nicht schlecht. Ja. Weil wir ihn halt kannten, den guten Jimmy, hat er uns sogar einen Stein kostenlos gegeben. Er soll uns Glück bringen. Wir hatten Angst um Timmy, aber er kam wieder runter und er wurde wahrscheinlich verfolgt. Wir waren im Allison Hotel, was komplett zerstört wurde. Der Restaurantchef, sein Geheimnis war Tomatensuppe. Kein Wunder, warum das ein 5-Sterne-Hotel ist. Und die hatten viel Wasser, da hat er eins mitgenommen. Außerdem eben eine Taschenlampe. Außerdem fand er eine Feuerwehraxt in der Hotellobby. Dummerweise ging halt die Gasmaske kaputt. Doch insgesamt war das ein guter Ausflug, wie ich finde. Wir werden vorerst keinen machen, weil draußen die anderen Leute sind. Nichts Neues bei Mary Jane. Timmy hat Hunger und ist müde. Ansonsten gibt es nichts zu beschweren. Ich denke, dass das aktuell reichen könnte. Da ist der Alarm gerade rechtzeitig wieder mit der Feuerwehr gekommen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt eine Waffe. Oder zumindest bald mit unserer Axt. Nein. Das ist Pech, denn jetzt haben wir nichts mehr zum Verteidigen. Hungrig und durstig. Hungrig. Durstig. Nichts. War das so richtig? Du bist müde, du bist durstig. Du bist durstig und Timmy ist beides, genau. Ja, Telefon, da gehen wir nicht hin. Das werden wir lieber nicht riskieren. Eigentlich müssen wir Mary Jane rausschicken, in der Hoffnung, dass sie was mitbringt im richtigen Moment. Ich glaube, das werde ich auch machen sogar. Mary Jane hat Hunger, Timmy hat Hunger, Dolores ist ruhig und Ted hat Durst. Alles klar, dann trink du und die beiden haben Hunger oder war Dolores gar nichts? Nee, Dolores war gar nichts. Mary Jane hat Hunger. So rum. Gut, dann werden wir Mary Jane rausschicken, in der Hoffnung, dass es keinen Alarm gibt. So, a young man dressed in wrecked camo clothing. She had a nasty look, rifle. She hid us a polite enough manner. She claims to be a hunter, tracking a big mutant spider. Ich mach das jetzt mal. Mich interessiert wirklich, was passiert, wenn wir ihr die Munition geben. Ob sie uns direkt abknallt oder ob wir was dafür kriegen. Denn das wollte ich ja vorher schon dauernd machen. Und wir müssten so oder so raus demnächst. Also hoffen, dass auch keine Plünderer kommen, weil wir nichts haben. Ich hoffe, dass sie unseren Schutz birgt oder mitbringt. Sonst war es das so oder so. So, Munition ist weg. Sie hätte uns verletzen können, doch sie hat's nicht. Das sagt schon einiges aus. Und von daher hat sie uns wenige Munition bekommen. Mal schauen, ob sie ihr Versprechen hält. Mary Jane ist hungrig, Timmy ist hungrig.
Das heißt, nur die beiden Kinder haben Hunger. Und jetzt werden wir sie rausschicken. Wir können ihr aber auch nichts mitgeben, ehrlich gesagt. Deswegen schicken wir sie direkt mal raus und hoffen, dass wir im Notfall wirklich die Hilfe von der Jägerin bekommen. Sonst haben wir große Probleme. Timmy hat Durst, Dolores hat Durst, Ted hat Hunger. Dann kriegt ihr alle alles. Jetzt werden wir ganz schnell dem Flugzeug ein kleines Signal geben. Wir hören es gleich. Da kommt's. Ich habe schon drauf gewartet. Alles lief wie geplant, bis auf einmal die Taschenlampe aufgehört hat zu funktionieren. Doch, das haben wir schnell repariert. Auf jeden Fall haben die uns schon mal mitbekommen. Timmy ist erschöpft, beziehungsweise müde. Dolores hat Hunger und... Nee, hat nur Hunger. Ted hat Durst. So. We try to keep track on dates. Timmy hat Geburtstag, dann kriegst du dein Scout-Handbuch geschenkt. Herzlichen Glückwunsch. Da ist der Bart ganz schön gewachsen bei Ted. Timmy sieht ganz schön eingefallen im Gesicht aus. Das sieht nicht gut aus mit euch, Leute. Okay. Ja, das Scout-Handbuch ist eine sehr tödliche Spinnentöterwaffe. Und in seinen sehr fähigen Hemden, er hat sehr viel Spaß dabei. Timmy ist ausgeruht. Ruhiger Tag für Dolores, es geht ihr gut. Dem Rest auch. Silence will disturbing. We should do something before we start talking to ourselves instead. Dann hören wir mal Radio. Ich hätte gern, dass das Fräulein kommt. Da ist es auch. Mit. Ja, leck mich am Ärmel. Wo war sie denn? Guckt euch das mal an. Wow. Gut, dass wir das Radio dabei hatten. Wir haben ein bisschen Musik gehört. Die spielen noch welche? Nein, okay. Mary Jane ist wieder da. Wahrscheinlich wurden wir verfolgt. Sie war im Supermarkt. Wow. Ein paar Leute haben den übernommen. Aber okay. Lift on guard duty were limited. It seemed possible to sneak around. Viermal Essen. Sechsmal Wasser. Eine Karte mit einem X markiert. Wir haben ein Bugspray bekommen. Das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist wirklich nur eins. Eine Waffe. Oder ein Padlock. Oder eine Axt, dass wir uns gegen die nächsten Plünderer wehren können. Wir sind jetzt so extrem gut ausgestattet. Und wenn jetzt Plünderer kommen, verlieren wir trotzdem. Das ist so ärgerlich. Mary Jane hat Hunger. Toll. Timmy hat Durst. Und Dolores hat Durst. Hier, nee, du hast Hunger. Guck doch mal, was da an Wasser da ist. Guck doch mal. Plus 3. Unmengen an Wasser. Wir müssen wieder einen Ausflug machen. Timmy's Education. Dann lest du einfach mal das Buch. Guck doch mal das Wasser an. So viel. Und sobald Plünderer kommen, haben wir verloren. Das ist so ärgerlich. 9 Flaschen Wasser. So gut sah das, glaube ich, noch nie aus, was Wasser angeht. Vor allem innerhalb von einem Ausflug. Mary Jane ist hungrig. Timmy geht's gut. Über Dolores gibt's auch nichts zu sagen. Ted hat Durst. Okay. Mary Jane hat Hunger. Ted hat Durst. Wer geht jetzt raus? Wir werden Timmy rausschicken. Er wirkt am schwächsten. Kriegt aber auch nichts. Ich hoffe, er bringt jetzt irgendeine Waffe mit. Und es kommen keine Plünderer, bitte. Es sieht so gut aus gerade. Mary Jane hat Hunger. Sollte was zu essen bekommen und was zu trinken, das ist okay. Dolores ist in einer guten Verfassung gerade. Es geht ihr auch gut von der Stimmung her. Von daher haben wir da auch kein Problem. Nur Mary Jane hat Hunger und Durst. Kriegst du beides. Wir dachten, das wäre eine gute Idee, ein bisschen Rollenspiel-Spaß hier und so haben unsere eigene Shelter-Theatergruppe kreiert. Wir nennen uns The Thunderdomes. Ja. Wir haben die ganze Zeit des Tages oder die restliche Zeit des Tages versucht, ein Skript zu schreiben für die Performance. Wir kamen fast in einen Streit rein und haben entschieden, dass wir was anderes spielen sollten. Komm schon, Timmy, wir brauchen dich. Waffen. Ja, gut. Immer wieder dieselbe Frage, deswegen lassen wir das auch sein. Mary Jane geht's gut.
Dolores bräuchte was zu trinken. Das ist kein Problem. Ein Mann draußen. And he wants to be our friend. At least that's what he says. He looks harmless. Okay, er sieht sehr ding aus. Extra paar auf Arme. Gut, wir haben hier die Mutanten. Die kriegen natürlich Wasser von uns. Ganz offensichtlich. Denn ich hoffe, dass sie uns beschützen werden. Damit zögern wir die nächste Plünderei ein bisschen raus. Ja, es ist auf jeden Fall, es fühlt sich gut an, ein paar Freunde zu haben in dieser schlimmen Welt. Und von daher ist das gar nicht so schlecht. Ich würde halt gerne hier dann drin sehen. Hier so ein Typ mit so vier Armen oder so. Wäre richtig lustig. Mary Jane ist gerade absolut zufrieden. Dolores auch. Ted hat nur ein bisschen Hunger und Durst. Doch, das ist kein Problem. Kriegste. Und wir haben hier wieder ein bisschen Schmutz. Da kommen Kakerlaken, die werden wir vorher mit dem Scouter-Buch erstmal platt machen. Sehr schön. Sehen zwar ein bisschen fertig aus, aber wir haben diese Kugel gerade nochmal ausweichen können. Auch wenn sie sehr haarig war, groß, acht Beine hatte und einen glühenden Kopf. Mary Jane ist durstig. Dolores ist hungrig. Dolores ist hungrig. Mary Jane ist durstig. Ihr kriegt, was ihr wollt. Wir träumen weiterhin von den kleinen Sachen. In der Zeit, bevor die Bomben runtergefallen sind. In der Vergangenheit zu leben bringt gerade nichts. Wir müssen an das Morgen und das Heute denken. Mary Jane hat einen ruhigen Tag erwischt. Dolores braucht auch nur Wasser. Und Ted sagt, wir sollen uns bei ihm um keine Sorgen machen. Ja, wir sprechen mal mit der Mary Jane. Warum auch nicht? Das ist unsere Tochter. Wir können nicht dauernd nur uns anschweigen. Das ist gar nicht möglich. Hat's was gebracht? Ja, nichts löst Probleme besser als eine ehrliche Unterhaltung. Ja, von daher, es geht ihr sicherlich ein bisschen besser. Ja. Mit Jane geht's auch gut. Ted ist durstig. Ansonsten haben wir nichts zu beanstanden. Ich hätte gerne den Timmy wieder. Eine Army-Nachricht. Wir sollen wieder mal ein bisschen Bäume hacken gehen. Wir haben leider keine Axt. Tut mir leid. Sonst hätte ich natürlich gemacht. Da ist der Timmy wieder. Er hat dummerweise keine Waffe mitgebracht. Sehr unschön. Wir wurden wahrscheinlich verfolgt. Okay. Mal in der Kirche. Da haben wir zweimal Wasser bekommen. Weil sie kein Weihwasser brauchen. Ansonsten wissen wir nichts. Mary Jane ist hungrig und durstig. Timmy ist hungrig. Ich könnte natürlich das... Du bist auch müde, gell? Wenn er müde ist, kann ich ihn nicht rausschicken. Er ist tired. Das ist sehr unschön. Dann gebe ich dir das erste Hilfe-Kit, damit du keinen ansteckst und selbst gesund bleibst. Telefonanruf, da gehen wir nicht hin. Das wiederholt sich leider auch immer wieder, aber meine Entscheidung bleibt auch die gleiche. So, jetzt haben wir ihn wieder geheilt. Hungrig und das durstige Fräulein Dolores. Hungrig und durstig. Schade, ich hätte wirklich gern nochmal Dingenskirchen hier. Eine Waffe. Wir werden die Kakerlaken wieder mit dem Scouter-Buch platt machen, das ist ganz klar. Wir werden jetzt entscheiden. Ich glaube, ich werde Ted rausschicken, weil die beiden Kinder gehen nicht. Die sind beide müde. Und Dolores würde sicherlich entführt werden. Von daher ist es besser, dann ihren Vater zu schicken. Timmy sollte was essen und was zu trinken bekommen. Mary Jane möchte nichts haben. Dolores hat auch nichts zu sagen. Also, die beiden Herren haben hier Lust auf besondere Sachen. Und du bekommst eigentlich auch nichts mit. Alles andere brauchen wir, hätten die Map mitgeben können, aber vielleicht brauchen wir die ja noch. So, jetzt sind wir hier zu dritt. Wir brauchen eine Waffe. Timmy hat Hunger, Dolores hat Hunger. Und Mary Jane hätte gern was zu trinken. Ist ja auch noch genug da. Dolores hat sich verletzt bei ihrem letzten Ausflug. Das ist unschön, weil wir weder eine Axt haben,
noch ein Erste-Hilfe-Kit. Jetzt ist sie krank geworden. Das ist sehr, sehr unpraktisch. Wir haben ja noch die Chance, wenn denn dieser schöne Text kommt, aus dem Bugspray ein Erste-Hilfe-Kit zu machen. Ja, das wissen wir schon. Mary Jane sagt, sie braucht nichts, sie geht's gut. Timmy ist auch noch bei bester Verfassung. Und Dolores braucht nur was zu trinken. But banging on the hatch, we are scared to open it, but it might be some good news, right? We can welcome any friendly face. Ja, die Frage ist, ist es, sind es Plünderer oder ist es das Militär? Ich werde nicht aufmachen, weil ich habe nur so viel Wasser. Wir können noch ein paar Wochen hier unten verbringen. Und ich habe Angst, dass es Plünderer sind. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Sobald sie beim nächsten Mal kommen, haben wir eh mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verloren. Aber wir noch die Mutanten auf unserer Seite haben. Wir werden mal gucken, was passiert. Mary Jane geht's gut. Timmy hat Durst. Und Dolores auch. Ist kein Problem. Wir haben noch so viel Wasser. Sehr gut. Jetzt werden wir erstmal das Medikit herstellen und werden Dolores retten, damit sie auf jeden Fall gesund bleibt. Mary Jane ist hungrig. Mary Jane ist hungrig und du bekommst dein Erste-Hilfe-Kit. Wir haben einen Trader. Er würde uns... Was ist los? This morning, we had our breath in fear, but we soon heard children's voice. Ein paar Pfadfinderinnen, die ein bisschen wechseln. Nein, danke. Wir möchten keine Karten haben für die Taschenlampe. Wir haben zwar schon einmal Signal abgegeben, aber die Karten sind unwahrscheinlich, dass wir nochmal brauchen. Wenn doch, dann haben wir jetzt Pech gehabt. Ja, sehr tapfer. Mary Jane hat Durst. Timmy geht's immer noch gut. Dolores ist wieder gesund. Sehr schön. We heard some suspicious sounds coming from behind our door. When we saw a leather suitcase. Nein, wir öffnen die auch nicht. Wir haben keinen Grund, jetzt irgendwie hier Verletzungen oder Krankheiten einzufangen. Aus dem Grund lassen wir es sein. Wir sind doch gut ausgerüstet. Ich wiederhole mich hier gerade, aber... Naja, wir wissen nicht, von wem es ist. Deswegen lassen wir es sein. Er könnte vergiftet sein. Richtig. Mary Jane hat ausgeruht. Das heißt, die kann als nächstes rausgehen. Timmy sollte was trinken, genauso wie Dolores. Dann kriegt ihr auch was. Wir könnten wieder mal in den See fahren. Ja, könnt ihr machen. Die Sache ist eher, wo bleibt Ted? Tag 50. Ted, wo bist du? Tried into the hands of a gang of 30 bandits camped nearby. Er kommt nicht wieder. Na toll. Das ist unschön. Timmy ist hungrig. Dolores ist hungrig. Oh Mann, wir müssen im Prinzip wieder jemanden rausschicken, weil wir brauchen Verteidigung. Die Army isn't coming. Not yet anyway. Sie wollen immer noch, dass wir ein bisschen Bäume fällen. Können wir nicht machen. Warum lernen sie es nicht? Es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Wir können nicht. So, du bist auf einmal auch noch krank. Mehr oder weniger. Erschöpft. Also müde. So, du wolltest was zu trinken, das kriegst du auch. Und wir werden sie wieder rausschicken. Sie war beim letzten Mal richtig erfolgreich. Könnte sie gerne nochmal machen. Jetzt müssen wir gucken, was die beiden orange-rothaarigen hier machen. Die wollen beide nur was zu trinken haben, das ist gut. Damit können wir leben. Ja, Banditen kommen. Jetzt brauchen wir die Hilfe von den Mutantenfreunden. Sie haben uns geholfen, perfekt. Vielen Dank, Nummer 1. Als wir die Tür geöffnet haben, sahen wir eine Gruppe von sehr schwer bewaffneten Raidern. Wir dachten, es wäre das Ende und wir wären tot. Aber da kam unser Mutantenfreund und hat ihr Wort gehalten. All ihre extra Arme, oder all seine extra Arme waren sehr hilfreich, um die in die Flucht zu schlagen. Und haben uns bedankt und sie sind wieder gegangen. Sind zurückgewaved, also zurückgewellt. Mit all ihren Gliedmaßen war das sehr viel Wellen. Wir hoffen, dass für sie alles gut läuft. Okay. Jetzt brauchen wir trotzdem sehr dringend eine Waffe. Beim nächsten Mal sieht es ganz schlecht aus.
Bisher hat man vom Timing der Plünderer her Glück. Muss man sagen. Den beiden geht es noch gut. Sie haben wieder als Ball gespielt. Wir haben einen Trader. Wir bekommen ein Padlock für das Scout-Handbuch. Das würde ich sogar machen. Damit würden wir wieder einmal einen Angriff überstehen. Außerdem, das Scout-Handbuch ist vorerst nicht so wichtig. Wir haben nämlich im Prinzip sonst alles, was wir brauchen. Die geht noch, hier die Taschenlampe geht noch. Von daher denke ich, dass es kein schlechter Tausch war gerade. Timmy und Dolores sollten was trinken. Dann trink doch was. Ja, da sind doch schon die nächsten Banditen. Einmal Padlock nutzen. Zum Glück habe ich das gemacht. So, jetzt brauchen wir aber wirklich Waffen, Leute. Wenn ich dass dieses kleine Padlock, das ich da stoppen würde, das haben wir ja schon mal gehabt. Die haben beide Hunger. Dann kriegt ihr das letzte Essen jetzt. Wir schauen mal nach, was in dem Loch zu finden ist. Dafür haben wir die Taschenlampe. Oh, ein Alligator. So, wir haben wieder Essen. Aber wir haben keine Waffen. Das ist so unschön. Oh mein Gott, das war ein mutiertes Krokodil oder ein Alligator. Riesenzähne. Oder ein Riesenmund mit vielen Zähnen, genau gesagt. Die haben wir verletzt. Nein, okay. Sie ist wieder da. Hat zweimal Essen mitgebracht. Das ist gut. Timmy ist verletzt. Ist nicht ganz so gut, aber wir können es eh nicht ändern. Ansonsten hast du Hunger. Oh, Telefon ist mir egal. Wir brauchen mutierte Mary Jane. Die ist die einzige Hoffnung, die wir jetzt haben. Wir brauchen mutierte Mary Jane. Mary Jane sollte was essen. Timmy sollte was trinken, genauso wie Dolores. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Ja, jetzt kommen sie. Ist Mary Jane abgehauen? Oder was ist mit ihr los? So unter our shelter, but instead of grabbing our supplies, they got Mary Jane. Okay, sie haben Mary Jane entführt. Und die wollten eigentlich unsere Supplies haben. Sehr interessant. Timmys Wunde wäre nicht besser. Und Dolores ist gerade in einer guten Verfassung. Wow, das hatte ich noch nie. Jetzt müssen wir hier echt viel hoffen. Ja, wir müssen ihn rausschicken. So unschön es ist, aber wir haben keine andere Wahl. Denn andernfalls haben wir gar nicht die Möglichkeit, was zu kriegen. Ich muss ja leider ganz kurz einen Cut machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Entschuldigt den Cut. Und jetzt geht es auch direkt weiter hier. Mit Dolores, die jetzt ganz alleine ist. Mal gucken, was ist. Und vor allem, was passiert. Der Tim ist jetzt rausgegangen. Wir sind immer noch keine beruflichen Holzfäller. Wieso lernen die das nicht? Tag 61. So. Nächste Attacke der Plünderer ist gefährlich. Dolores sollte was zu trinken kriegen. Bitteschön. Und da sind sie auch schon. Ja, das dürfte jetzt gewesen sein. Ja, sehr ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Wir hatten so viel teilweise zeitliches Glück, dass wir eben dann genau im richtigen Moment die richtigen Sachen bekommen haben. Wir haben noch so viel Wasser übrig. Oh, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Schade. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, schönen Abend. Und ciao.